Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir das Problem hier lösen können. Wenn wir diese Meldung bekommen, das Kennwort ist falsch, wiederholen Sie den Vorgang. Und zwar nicht, weil wir uns vertippt haben oder unser Kennwort vergessen haben, vielleicht, sondern wenn wir diese Meldung bekommen, direkt beim Starten des Rechners, ja, oder beim Neustart halt, bevor die Anmeldemaske kommt, bekommen wir als erstes diese Meldung hier. Also wir haben überhaupt keine Chance, irgendwie ein Kennwort oder einen Benutzernamen einzugeben. Wenn wir jetzt auf OK hier klicken und ja, unser Kennwort hier eingeben, dann können wir uns ganz normal anmelden. Das ist kein Problem. Allerdings ist das ja auf die Dauer vielleicht ziemlich nervig und auf jeden Fall ziemlich irritierend auch, finde ich. Genau, das Problem gibt es nur unter Windows 10 und zwar ab dem Bild 16251 war das. Ja, ab diesem Creators Update. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier genau eine Windows 10 Maschine hier. Das ist jetzt Bild 16299. Ja, und zwar hängt das ganz einfach damit zusammen, dass ab da ein neues Feature hier ja, von Microsoft implementiert wurde, eine neue Funktion in Windows, die Windows ermöglicht, mit unseren Anmeldeinformationen bzw. diese zu verwenden, um nach einem größeren Update den Rechner, das Gerät neu zu starten und damit die Einstellungen dann eben automatisch übernommen werden, ja, mit unseren Anmeldedaten. Das nennt sich Improved Boot Up Experience, dieses Feature. Und genau, wenn wir aber das Problem jetzt hier haben mit dem nervigen Meldung hier, wenn wir den Rechner starten, das können wir dann ganz einfach abschalten. Also das ist dann auch die Lösung. Das geht ziemlich schnell und einfach. Und zwar hier unsere Einstellungen aufrufen hier, die Windows-Einstellungen und hier Benutzerkonten. Oder Konten hier einfach draufklicken und hier haben wir genau auf der linken Seite hier Anmeldeoptionen. Da gehen wir einmal hier drauf und hier irgendwo genau ganz unten hier, ja, haben wir dieses diese Option hier, die standardmäßig eingeschaltet ist, aktiviert, ja. Meine Anmeldeinfos verwenden, um die Geräteeinrichtung einem Update oder Neustart automatisch abzuschließen. Genau. Genau, das müssen wir einfach deaktivieren hier und schon ist das Problem gelöst. Ja. Einfach schließen und schon haben wir das Problem dann nicht mehr, wenn wir das haben sollten. Ja, das war's auch schon alles eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.